RoboCop Rogue City. Wollen wir uns heute mal anschauen. Das ist ja das neue Spiel von den Machern von Terminator Resistance, aber auch vom Rambo-Spiel. Aber sie haben ja mit Terminator Resistance gezeigt, dass sie auch richtig, richtig gute Lizenzumsetzungen machen können. Und das hier kommt am 2. November raus für PC- und Current-Gen-Konsolen. Und wir spielen RoboCop. Daniel, wer ist RoboCop? Gute Frage. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die Filme mal gesehen hätte, zumindest nicht komplett. Aber RoboCop ist, soweit ich weiß, ein Polizist namens Alex Murphy, der in einem Kugelhagel zu Klump geschossen wird und dann aber ja von einer privaten Firma OCP in einen Roboterpolizisten verwandelt wird, einen RoboCop, und seitdem hier in Detroit aufräumt. Kultfilme aus den 80er Jahren, beide wohl sehr gut, so semi-satirisch von Paul Verhoeven. Ja. Und jetzt endlich mal wieder ein RoboCop-Spiel. Ich erinnere mich noch an das von Ocean aus den späten 80ern. Habe ich auf dem Amiga damals viel gespielt. Ich habe vorher noch mal ein bisschen Footage daraus angeschaut. War in meinem Kopf geiler, als die Footage war. Aber mei, damals hat es sehr viel Spaß gemacht. Und das ist ja wohl auch ganz gelungen, ne? Das hier ist ziemlich, ziemlich cool. Es ist natürlich technisch ein bisschen weiter als das von früher. Also das ist jetzt hier die neue Unreal Engine 5. Und das ist jetzt hier die erste Mission. Wir haben das Intro übersprungen. Da sieht man aber auch nicht viel. Da sieht man bloß, wie eine Fernsehstation von so Punk-Gaunern überfallen wird. Aber das zieht sich ein bisschen. Das ist hier das Channel 9 Studio oder der Fernsehsender. Und deshalb haben wir euch gedacht, ach, überspringen wir das mal, damit wir ein bisschen schneller zum eigentlichen Spiel kommen. Und angesiedelt storymäßig ist das hier zwischen dem zweiten und dritten Film. Es gab ja dann noch eine Fernsehserie, mehrere sogar, auch Zeichentrickserien. Es gab einen dritten Film? Es gab einen dritten Film, ja. Ach, ich kenne nur dieses Remake mit, wie hieß er noch? Weiß ich nicht mehr. Der war 2014, glaube ich, ne? Das, ja. Nee, das, es war, gab drei Filme mit Peter Weller. Und der, wie gesagt, spielt ja zwischen dem zweiten und dritten. Gut sind, aber gut ist, also richtig gut ist nur der erste. Die anderen beiden sind so ein bisschen, nicht so toll. Mir wird dauernd in mein YouTube-Feed reingespült, irgendwie die gruesome Scenes, also die sehr brutalen Szenen aus dem ersten Teil. Wie der eine so in den Giftmüll reinfällt und dann überfahren wird. Genau. Und vor allem die Murphy-Szene, und das ist schon echt übel. Also Paul Verhoeven, der hat ja immer gern mal Brutalität so gezeigt, wie sie nun mal ist. Und das ist ein bisschen überzeichnet wahrscheinlich sogar, aber ja. Und das ist seine Kollegin, die kennen wir auch noch aus dem Film. Die wurde damals gespielt. Oder hier auch Nancy Allen, die kennen wir auch noch aus Carrie des Satans jüngste Tochter. Die Highschool-Schönheit und genau. Also sieht hier Kollegin und Freundin. Die sieht hier tatsächlich aber auch nur so aus, wie die Schauspielerin früher. Das ist nicht ihre Stimme, anders als bei RoboCop. RoboCop wird tatsächlich von Peter Weller gesprochen. Reinforcements have arrived. I knew you'd say something like that. Er schaut aus, als hätte er es in der Bandscheibe. We need to find another way. It is too dangerous to cross. For me, but you can take the heat. Go, I'll figure something out. Besides, you could do with a head start. Go on. Ich spiele es auf dem PC übrigens und hatte performancemäßig bislang auch keine Probleme. Außer in einer Stelle, und da bin ich gerade dabei, das rauszufinden, ob das was Wiederholbares ist oder was da los ist. Guys, guys, we've got company. Anyone expecting a silver freak? Das fand ich als Kind so geil. Ikonische Nummer, wie die Knarre aus dem Oberschenkel rauskommt. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Das fand ich so geil. Eine zerstörbare Umgebung, zumindest teilweise. Ja, also man kann relativ viel so zu Bruch machen. Und man hat eine Robosicht. Die kenne ich auch noch aus dem alten Spiel. Das war ja so ein Mix aus 2D, Shoot'em'up, Run and Gun ist es ja nicht, sondern eher Large and Gun.
Aber da gab es auch so First-Person-Sequenzen, wo man so Geiseln befreien musste. Also immer den Geiselnehmer hinter der Geisel treffen und die Geisel idealerweise nicht. Das war immer ganz coole Abwechslung. Das gibt's ja auch, also dass man Geiseln retten muss. Und es gibt, weil du es ja auch angesprochen hast, mit der Brutalität in der Originalfassung, oder sagen wir in der ungekürzten Fassung, Brutalität gibt es ja auch eine ganze Menge. Also die Leute zerfallen hier gerne mal in ihre Einzelteile vor Schreck. Aber weil wir ja auch ein Ermittler sind, können wir natürlich zwischendurch auch ein bisschen Beweise einsammeln. Hier zum Beispiel irgendwelche gefälschte ID-Karte und sowas. Und sammeln damit Erfahrungspunkte. Hat es denn ein Skillsystem oder irgendwie sowas? Ja, ja. Oder ja, ja, ist es ein reiner Shooter? Nee. Okay. Es hat ein Skillsystem. Und es gibt so ein paar so Zeitverlangsamungen, so ein Dash nach vorne, die man so nach und nach freischaltet. Und diese erste Mission hier, klar, ist natürlich jetzt sehr auf Action getrimmt, aber die vermittelt ein bisschen einen falschen Eindruck von dem Spiel. Man würde ja denken, das ist vielleicht so ein Dauerballer-Ding. Aber ein bisschen wie so ein Rail-Shooter. Nur, ja, dass du selbst die Rail bist. Also. Genau. Was ja zu ihm irgendwie passt. Ne? Er ist halt eigentlich so dieses unaufhaltsame Ding, was hier einfach so durchmarschiert. Und man würde jetzt vielleicht so denken, ja, das ganze Spiel ist halt so ein Dauershooter. Aber das Coole daran ist, es ist es nicht. Es ist nämlich auch über weite Strecken ein Detektivspiel. Also es gibt später so etwas größere Regionen, die sind so ein bisschen wie die Deus Ex-Level gebaut. Und da stolpert man alle 5 Meter in neue Crime-Quests rein, muss halt mal Mordfälle lösen, irgendwelche Drogensachen lösen, Diebstähle und so. Muss Beweise sammeln und mit Verdächtigen sprechen und kann dann teilweise auch entscheiden, ob man die Leute ja quasi verhaften will oder ob man sie nochmal mit einer Warnung davonkommt. In der Polizeistation. Ja, vielleicht kommen wir so weit sogar. Das kann ich dir mal zeigen. Das ist ganz, ganz witzig. Übrigens, Unreal Engine 5. Was insofern ganz, ganz lustig ist, ist es halt so gebaut, dass es halt komplett alle Lichter und so ausschießbar sind. Also kannst du alles ausmachen. Das geht alles. Aber es hat trotzdem noch, es ist kein komplettes von diesen Lichtquellen abhängiges Lichtsystem. Insofern, als dass es komplett dunkel wird, wenn alle Lichter aus sind. Sondern es sind immer noch diese klassischen unsichtbaren Lichter gesetzt. Zum Beispiel hier, wo kommt hier die Helligkeit her? Ja, verstehe. Kann eigentlich gar nicht sein. Ist aber auch für die Spielbarkeit wahrscheinlich so ein bisschen so gebaut, weil es wäre halt sonst stockfinster, ne? Oder ja, aber nicht. Er könnte ja dann im Dunkeln mit seiner Robosicht. Das stimmt, er könnte halt so gucken. Also wenn man schon alle Lichter ausschießt, dann. Aber so komplex ist es nicht, oder? Dass die Gegner dich nicht sehen, wenn der Raum oder Nee. Sind. Die Gegner sind auch wirklich eher dumm und zum Kaputtmachen, sage ich jetzt mal. So eher so Schießbude plus. Jetzt nicht ein richtiger Shooter, wo es auf Movement und so ankommt. Na doch. Später musst du schon auch ein bisschen, weil du hast ja dann später, wie gesagt, auch noch einen Dash und einen Slowdown und solche Geschichten. Und die Gegner werden auch später vielfältiger und gefährlicher. Also da muss man auch ein bisschen taktisch mit aufpassen. Was es übrigens nicht hat. Es hat keinen, weder Mündungsfeuerschatten noch Mündungsfeuerlicht, was ich sehr merkwürdig finde für ein Unreal Engine 5 Spiel. Aber naja. Aber das wird später schon auch ein bisschen anspruchsvoller. Er betritt die Tür, wie Grayson Hunt den Aufzug bedient. Achso, das war jetzt aber schon so ein Slowdown, oder? Das liegt an dem Reinlaufen. Also später kann man es manuell auslösen, wenn man die Fähigkeit hat. Aber wie gesagt, jetzt hier so von wie man so durchläuft, würde man ja denken, das ist halt so ein Dauer-Action-Spiel. Aber wieso verhaftet der die eigentlich nicht, die Leute? Na, weil die auf ihn schießen. Er schießt ja, bevor die schießen. Er sagt ja nicht mal irgendwie Hände hoch oder sowas. Er identifiziert sich auch gar nicht als Polizist. Das könnte ja jeder sein. Das könnte ja auch der Pizzalieferant-Bot sein. Robo-Delivery-Boy. Weiß man ja nicht, ne? Ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber was übrigens tatsächlich ganz witzig ist, er kann zum Beispiel bestimmte Bereiche kann er nicht betreten, weil er hat ja diese Direktiven, denen er folgen muss.
Und ja, bestimmte Bereiche kann er nicht betreten, wenn er nicht einen Probable Cause irgendwie hat. Also er muss dann irgendwie einen Hinweis darauf gefunden haben, dass da was ist. Sonst geht er da nicht rein. Sonst sagt er hier, ja, nee, mir fehlt hier ein Durchsuchungsbefehl, also gehe ich da nicht rein. Ich glaube, die Direktiven waren nicht schon mit Sprachausgabe, aber die waren in der Amiga-Version auch schon immer ganz prominent. Ich darf mal kurz zitieren. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Also wenn ihr mal wieder Direktiven braucht, also ein Direktivspiel sozusagen. Das ist wahr. Ja, also das spielt alles tatsächlich auch in der Geschichte eine Rolle. Und wie gesagt, das war für mich so die größte Überraschung, dass es so ein bisschen Deus Ex Robocop ist. Halt auch richtig so mit Ermittlungen und Fällen, die auch tatsächlich ganz kuriose Wendungen und Details drin haben. Also irgendwas, das ist alles Zeug, was ich überhaupt nicht nach dieser ersten Mission erwartet hätte. Ich dachte halt, naja, das ist halt hier so ein, ich laufe da so durch und baller die alle halt tot. Aber ist es halt nicht nur. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Coole daran, wo sie auch wieder zeigen, dass sie, selbst wenn man jetzt das andere, das Terminator-Spiel schon kannte und da so ein bisschen überrascht war, was sie da alles rausgeholt haben, wo sie hier wieder zeigen, okay, sie können halt doch nochmal einen draufsetzen, was so... Von wem kommt denn das? ...Einfallsreichtum angeht. Taeon, das ist ein polnisches Entwicklerstudio. Wie gesagt, die also hatten Rambo damals... Rambo war ja mal richtig Rambo. Scheiße. Das genau. Haben wir sogar als Let's Play hier auf dem Kanal, glaube ich. Haben wir das nicht gespielt? Doch. Ja, ja, das haben wir gespielt. Wobei man fairerweise sagen muss, immerhin die PC-Version ist ein ganz Eckchen besser gewesen, weil es sah ja auch ganz, ganz furchtbar aus. Und auf dem also wir haben ja die PlayStation oder Xbox-Version gespielt und auf dem PC sah es wenigstens ganz nett irgendwie aus und lief wenigstens auch flüssig. Und dann kam halt Terminator Resistance. Und war halt der Shit für Terminator-Fans. Also, es war halt so cool. You are very resourceful. Thanks, but I'd say it was a team effort. They're holding everyone in the studio. It's on the 30th floor. Schon überlegt, was sie so als nächstes noch so machen. Also, ein Starship Trooper-Spiel von denen, Singleplayer, fände ich auch cool. Mal gucken, was sie sich als nächste Lizenz schnappen. Das ist der Typ, der das Filmstudio, das Nachrichtenstudio übernommen hat. Noch mehr Paul Verhoeven-Filme, so. Erst Total Recall. Oh, Total Recall, das wäre auch cool. Ja, stimmt. Na, mit so einer kleinen Truppe. Sowohl Schwarzenegger als auch seine Leute da. Ja, hast du gerade gesehen? Da war ja Alex Murphy zu sehen. Da. Ja. Das ist nämlich auch natürlich Showgirls, der. Das wäre geil. Der Shooter. Das wäre der Hammer. Er kriegt manchmal auch so Flashes, also an seine alte Identität und. Slimebags. Und er hat halt auch super, ist halt voll der Sprücheklopfer. Also er hat halt ständig irgendwelche One-Liner. Wie verletzen sie ihn denn sonst, wenn Schüsse ihm nicht wehtun? Doch, Schüsse tun ihm schon weh. Also du hast aber unten deinen Lebensbalken. Achso, dann, ja, aber gerade jetzt in der Zwischensequenz nicht? Oder haben sie da wohin geschossen im Spiel, wo man es nicht gesehen hat? Naja, man hat ja gesehen, dass die Rüstung vorne so ein paar kleine Dellen bekommen hat. Okay. Aber also das ist eher so eine, wenn er viele Treffer einkassiert, dann er kann dann schon sterben, aber er hält schon einfach echt viel aus, weil es einfach, naja, ist halt am Ende des Tages schon auch Robocop, ne? Man muss fairerweise sagen, dass er als Alex Murphy auch vergleichsweise viel ausgehalten hat. Bis sie ihn, also viele andere hätten das nicht überlebt, was er überlebt hat, bis sie ihn dann zu Robocop gemacht haben. Aber er hat ja nicht überlebt. Hat er gar nicht überlebt? Nee, er war tot. Ja. Ach so, und wie haben sie ihn dann zurückgeholt? Naja, sie haben ihn halt, er ist halt wiederbelebt in dem Sinne als Maschine. Und Teile seiner Erinnerungen sind halt noch da, weil sie halt das Gehirn genommen haben. Aber er ist tot. Ach so. Also er ist schon gestorben. So ist es nicht. Das kann ich noch aus alten LAN-Partys, späten 90ern, wenn man aus Wut dann den CRT irgendwo jemandem anderen draufgeworfen hat, weil man wieder bei Quake 3 verloren hat.
Ach ja, good times. Also schon geil, was da alles gut geht und auch mit den Reflexionen von den Glasscherben und so. Ja, das ist echt irgendwie ja, ganz nett. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, Robo selbst hat, also man hat keinen Körper, also man kann nicht an sich runtersehen und dann sieht man sich und er hat auch keine Reflexion. Was ich bei einem Spiel, was halt Robocop heißt, dass man ihn, ja, man sieht ihn in den Zwischensequenzen, das Original vertont, aber dass ich ihn halt nirgendwo mal in Dings sehe, im Spiegel oder so, finde ich halt schon ein bisschen schade. Ja, vielleicht haben sie das aber extra gemacht, also die OCP-Leute quasi ihm rausprogrammiert, dass er sich im Spiegel sieht und sich selber runtersieht, um den Rest Alex Murphy nicht zu sehr zu traumatisieren, dass immer dann, wenn er sich gerade empowered fühlt und dann sich im Spiegel sieht, merkt, oh, ich bin ja doch nicht Alex Murphy, sondern ich bin halt so eine leblose Maschine mit einem zwar zeitlosen 80er-Jahre-Helm, aber war halt schon auch irgendwie ein bisschen doof aus mit diesem Helm. Wir haben ja auch gerade andererseits gesehen, cooler noch als der Dings im Remake. Jetzt habe ich den Namen immer noch nicht im Kopf. Wie hieß der jetzt noch? Naja, der auch bei der einen Serie auch mitgespielt hat. Linden. Die, ich hatte jetzt tatsächlich an die andere Serie, dieses Altered Carbon. Na, hat er doch auch ja, genau, stimmt. Der war auch eine Zeit lang der Schauspieler irgendwie so mega angesagt. Also der wurde dann durch alles so durchgereicht. Ja, bis nach Altered Carbon und Joel Kinnaman. Jetzt er. Takeshi Kovac in Altered Carbon. Das ist auch eine coole Serie. Der, und vor allem, also eben gerade so im Fahrstuhl hat er sich ja sogar als Reflexion gesehen und da hat er sich ja als Alex Murphy gesehen, ne? Also als Mensch. Ja, siehst du, der ist nämlich in Wahrheit auch wahnsinnig. Das ist echt praktisch, wenn er hier so aufmacht, dann kriegt er gleich so einen Zeitlupen. Kann man gleich sehen, ob die Zeugen Jehovas vor der Tür stehen und im Notfall wieder die Tür zumachen, wenn man das in echt hätte. Sagen sie, nee, danke. Thank God you've come. This lady really needs to see a doctor. Murphy, these people need help. Why don't you go ahead? I'll stay with them. Right. Gunshot wound to the abdomen. Requesting urgent medical assistance. Over. That ass. Also ich weiß noch, dass ich, oder was heißt, ich weiß noch, also ich hab tatsächlich erst vor ein paar Jahren die komplett ungeschnittene Version von dem Film gesehen. Vom ersten, ja. Weil so, wenn das im Fernsehen oder so kommt, ist die ja immer super geschnitten. Das ist ja so brutal. Und ich glaube, jetzt auf Streaming-Plattformen, wenn sie irgendwo ist, dann ist sie tatsächlich auch ungeschnitten. Aber das habe ich erst so, weiß ich, oder vielleicht so vor 10 Jahren das erste Mal so komplett ungeschnitten gesehen. Vorher nur mal so ausschnittweise. Und das ist schon echt hart, wie sie immer am Anfang da voll, also wirklich zu Brei schießen. Das ist so fies. Vor allem, wenn du dann bedenkst, dass es halt der Papa aus die wilden 70er ist. Ich wollte es gerade sagen, der da den Bösewicht spielt. Eigentlich ein cooler Bösewicht, mit ein bisschen was von George Costanza, aber es ist halt der heißt der nicht Red? Ja, genau, der Red. Ja. Das ist halt so, okay. Ein vielseitiger Typ. Die Atmosphäre vom Film war aber schon irgendwie so ganz eigen, ne? Und das könntest du sagen, nach all dem, was du jetzt gespielt hast, schafft das Spiel das, die einzufangen? Weil gerade dieses Near Future, abgefucktes Detroit und so dieses Konzernding und Private Police, haben sie das hinbekommen? Ja, das kriegen sie, finde ich, echt ganz, ganz cool hin. Weil, also, der Film hatte ja so ein bisschen so einen zynischen, aber trotzdem auch einen Humor. Aber es war halt sehr so von wegen, naja, ist halt alles scheiße und die Firmen machen halt nur Scheiß, wenn man sie lässt. Und wenn man halt die Polizei auch privatisiert, dann hast du halt auch dementsprechend die Konsequenzen zu tragen. Und das greift das alles auf. Also vielleicht sogar so weit, dass es manchmal auch sich ein bisschen wie eine Wiederholung anfühlt. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist bei so einer Spielumsetzung. Also die muss jetzt nicht irgendwie komplett neue Themen aufmachen, finde ich. Weil die Filme sind ja jetzt auch schon eine Weile her. Das ist, finde ich, jetzt also nicht so wild. Aber das ist alles drin. Also dieses Ganze mit dem, eigentlich gehören wir hier einer Firma und sollen vor allem kosteffizient die das Gesetz aufrechterhalten. Also da liegen dann auch so Zettelchen rum mit von wegen, bedenken Sie immer, lohnt sich da irgendwas zu machen?
ist es nicht vielleicht zu teuer, eine Untersuchung zu starten und so. Und auch dann gibt es auch irgendwie so Nachrichtensendungen, so im Radio, die halt auch so dieses typische Paul Verhoeven Starship Trooper-mäßige, fiese, so super fiese, zynische Werbeclips und so. Da, ja. Ach genau, da muss ich so nicht denken. Da gibt es so einen Werbeclip von so einem gestressten Vater, der von seinem Kind genervt wird. Und die Werbung ist dann für Schlaftabletten für die Kinder. So. Ja. Das ist echt gut geschrieben. Ja, hier hat er jetzt zum Beispiel so ein Flashback, ne? Dass er sich so ein bisschen an seine Frau und sein Kind erinnert. Ja. Naja, es war ja früher nicht unüblich, dass man aufmüpfige Kinder dann mal schnell im Lobomobil wieder zur Raison gebracht hat. Mit offenem Ausgang. Entweder das Kind war dann nicht mehr in Anführungszeichen aufmüpfig oder es war halt dann gar nicht mehr viel. Hat ja auch den Vater von John F. Kennedy, Joseph Kennedy, nicht daran gehindert zu sagen, ach, meine Tochter, die hat irgendwie psychische Probleme, lass doch mal lobotomieren. Boah, fies, ey. Ja. Ich bin ja da eher so der für den Ansatz, ein Gespräch unter Vater und Sohn tut's meistens auch. Es muss nicht immer gleich die Lobotomie sein oder die Schlaftablette. Also zumindest nicht gleich, ne? Nee. Und wenn, dann nehme ich selbst die Schlaftablette und habe dann wenigstens meine Ruhe. Dann du bist doch schon eine Schlaftablette. Achso. Kannst du was über die Spielzeit sagen, wie lange das Ganze geht? Nee, ich bin noch nicht durch. Ich bin noch nicht durch. Es ist, glaube ich, ziemlich umfangreich. Zumindest allein davon abgesehen, wie relativ lange ich brauche, um im Level aufzusteigen. Und dadurch, dass auch die Gebiete halt so ein bisschen Open-World-Gebiete sind, also so kleine, wie gesagt, wie bei Deus Ex, also auch wie groß sie so sind und was da so zu entdecken ist. Also er fängt jetzt nicht an, irgendwelche Lüftungsschächte zu kriechen, also so ist nicht. Aber man kann dann auch mal irgendwo hochklettern. Warte mal, wieso hat der denn jetzt diese Halluzinationen von seiner Frau? Ja, er hatte doch, er ist doch da gerade runtergefallen irgendwo und ist so ein bisschen beschädigt worden und jetzt kriegt er so ein bisschen... Das reicht schon. Oh, war er das? Ja. Nee, das war hier seine Partnerin. Ach so. Weil er nicht reagiert. Also er hat, er hat quasi ein bisschen Flash und funktioniert nicht so richtig. Und darum geht es auch so ein bisschen in dem Film, in dem Spiel, dass er wird dann evaluiert und ist halt auch wieder diese typische Frage, ja, ist Robocop gefährlich, funktioniert er richtig und so. Das ist ja schon cool. Ich meine, es hätte jetzt auch sehr stumpf sein können alles. Also... Ne? Nee, das hätte jetzt auch eine reine stumpfe Schießbude sein können, aber es ist ja wohl spielerisch und storymäßig doch mehr als das. Ja. Cool. Und das ist wirklich das Coole daran. Also, es ist Sherlock-Schaltkreis. Also. Und es ist halt auch das Hauptthema mit drin und so. Also, genau das, was du haben willst. Es hat schon was. Hat mich auch überrascht, dass das so dass so funktioniert auf der Ebene. Weil das war meine größte Sorge bei dem Spiel, ehrlich gesagt. Weil dieses Robocop ist eigentlich zu stark für so ein reines nur Durchballerspiel. Das ist ja anders als bei Terminator, wo du halt immer der Underdog bist und gegen die Killermaschine kämpfst. Hier bist du halt die Killermaschine. Und das macht es dann, wenn du jetzt nur kämpfen würdest, nach einer Weile, dann wird doch ein bisschen anspruchslos. Aber es ist halt echt viel Story und Ermittlung dazwischendurch. Mhm. Der war auch im Film, glaube ich, oder? Mhm, genau, der ist auch im Film mit dabei. Captain Reed. Naja, die ganze Polizeistation ist halt 1:1 nachgebaut. Good job, Murphy. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were remarkable. Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right. Are you done with this circle jerk, huh? Diese 80s-Frisuren. Got a problem. Ja, ist halt auch so geil, so diese Corporate-Arschlöcher und so. Can we put our safety into the hands of a machine, especially one as unreliable as RoboCop? We asked Max Becker, the head of security concepts
at OCP. Now quiet! We would never put a defective product on the streets. That's not what we do. We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Does it really know right from wrong? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just an isolated glitch. Thank you. Mr. Becker, I've got more questions. I just want to snap her little neck. But she's got a point. This was not an isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man once examined. Ja, weiß man das? Gibt es da irgendwie ein Flashback, wo man sieht, was er schon alles für Macken hatte? Das sind ja im Grunde genommen die zwei Filme vorher, ne? Weil das... Ach so, ja, okay. Er entwickelt ja, er erinnert sich ja im ersten Film dann überhaupt, da ist ja der ganze Prozess, dass er sich daran erinnert, wer er eigentlich ist und dass dann halt rauskommt, dass er Murphy ist, weil das ja am Anfang tut ja OCP so, als sei das, ja, das ist jetzt so eine Maschine, die kommt da von irgendwo, da steckt niemand drin, so, dann kommt es ja erst so raus. Da steckt niemand drin, aber sie haben ein menschliches Fleischkinn hingebaut. Warum sind nicht einen Roboter gebaut? Ja. Das ist eh die Frage, haben sie, warum haben sie denn haben sie gleichen ja. Roboter gebaut? Haben sie ja, ja schon. Wie heißt der? ED9 oder so? Ja, der, ja. Der, kommt der auch die, vor? Der die Treppen nicht laufen. Ja, natürlich, hallo. Sehr gut. So viele, das ist ja so ein bisschen das Ding. Also man hat also zwischendurch, wie gesagt, auch man stolpert in jede Menge so kleine Nebenquests rein. Hier ist jetzt nicht, das ist jetzt nur so ein Beispiel. My damn locker won't open. Can you try? Aber das ist dann so ein bisschen das Ding mit Robocop. Er ist ja das Ikonische an dieser Marke und so viel gibt es ja nicht drumherum. Das war ja der Vorteil bei Terminator Resistance, dass halt du gegen die Terminator gekämpft hast und Hunter Killer und tralala und halt auch in diesem zerstörten Los Angeles Setting, also sehr viele Wiedererkennungselemente aus den Filmen. Und bei Robocop ist halt, ja, okay, die Polizeistation kannst du wiedererkennen und grundsätzlich Setting Detroit, okay, von mir aus auch. Aber ansonsten ist er ja das Ding, was du immer siehst. Und ihn selbst siehst du halt dann nur in Zwischensequenzen. Ja, aber relativ häufig. Also die Frequenz so in den Zwischensequenzen bei dich. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Figur Robocop unterrepräsentiert ist. Nee. Also man sieht ihn oft genug. Ob das jetzt in Third Person besser wäre, weiß ich nicht. Dann nee, das meine ich gar nicht. Ich meine eher dieses Setting. Also weil du halt... Weil sich eigentlich alles auf ihn konzentriert und du vom optischen her nicht so viel siehst. Durch dieses zerstörte Los Angeles von Terminator Resistance zu laufen, ist halt einfach optisch auch so krass. Also das ist halt wirklich so, als würdest du durch das Filmset dieser Zukunftsvision laufen. Und das ist halt schon, und wenn dann so ein Hunter-Killer über dich rüberfliegt, das ist halt Wahnsinn. Mhm. Oh, jetzt erkennt man ihn aber gut. Mhm. Haben Sie ihn da auch gescannt? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Doesn't it hurt him? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. We can do whatever we want with him. No, madam. It does not hurt me physically. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your systems so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. From now on, your performance. Ich hab da ja, da steckt doch bestimmt auch irgendwas hinter dem Chip. Ich hab da immer so ein Herz für so semi-lebendige Roboter. Jetzt nicht nur wegen Star Wars oder so, aber zum Beispiel bei Lone Echo spielt man ja auch so einen Roboter, der dann mit der Hauptfigur interagiert, mit der Olivia. Und der ist ja auch zwar immer sehr sachlich, so wie Murphy hier auch, aber eben auch ein bisschen angenehm menschlich und das ist so ein cooler Mix, vor allem wenn die cool gesprochen sind. Macht ja den bei Lone Echo macht der Troy Baker, ich weiß nicht, hier ist es eben Peter Weller. Mhm. Das erinnerte mich jetzt gerade sehr dran. Ah ja, hier ist der Skill Tree jetzt, okay. Genau, hier ist der Skill Tree, also da kriegt man dann zum Beispiel kriegt man halt irgendwie so hier eine Schockwelle oder bei Fokus kriegt man dann eine Zeitlupe freigeschaltet oder bei, Gott, weiß gar nicht genau, irgendwo gibt es einen Dash, hier werden dann teilweise die geheimen Wege oder irgendwie Sachen, die du finden kannst, in der Spielwelt schneller oder besser angezeigt. Oder hier werden dann in Gesprächen die Dialogoptionen hervorgehoben, die dich am ehesten ans Ziel führen und solche Geschichten.
Genau, also hier kannst du zum Beispiel im Sport, kann man Leute dann rammen und so. Ich kann hier mal aktivieren. Würdest du sagen, das ist so flexibel oder so unterschiedlich, je nachdem, wie man skillt, dass es einen Wiederspielwert hat dadurch, oder hat man am Ende eh sich wahrscheinlich durchgeskillt und kann dann soweit bin ich ja noch nicht. Das kann ich noch nicht wirklich sagen, aber es hat allein deshalb schon ein bisschen Wiederspielwert, finde ich, weil du teilweise Sachen lösen kannst, je nachdem, welche Skills du gemacht hast. Und du kannst halt manchmal auch ein bisschen entscheiden, wie du mit einem Fall umgehst. Aber es ist jetzt nicht super krass anders, wie es verläuft. Da waren die Direktiven übrigens. Ich würde jetzt mal ein bisschen, ich überspringe jetzt mal so ein bisschen diese Dialog-Dinger, da kriegt man eh jetzt an der Stelle nicht so wahnsinnig viel von mit. Dass wir mal ein bisschen, ja, ein bisschen questmäßig was zeigen können. Ja, die Texturen laden aber teilweise auch schon ein bisschen spät, ne? Also das Exit-Schild. Dieses Exit-Schild, ne? Das ist aber tatsächlich mit einer der Ausnahmen. Das ist mir schon mehrmals jetzt aufgefallen. Es ist aber tatsächlich fast nur dieses Exit-Schild. Also, jetzt, das ist hier ganz cool. Da sieht man so ein bisschen auch, in welche Richtung der Humor so ein bisschen geht. So. What seems to be the problem, officer? Reed is in the briefing room and I have my hands full. There are so many complaints filing in that I can't keep up. It's getting crazy in here. Could you open up another line and help me? I am here to serve the public trust. Take the spot on the podium. You're a lifesaver, Robo. This line is open. Please form an orderly queue. Officer, I have a problem. My neighbors are hostile toward me. I think it's because they're jealous of my new dog. Er wundert sich auch nicht, wem er da gerade sein Problem schildert. Ja, warte mal auf, pass mal auf. He likes to hide, so sometimes I have to yell fire, fire to find him. Anyway, will you do something about my neighbors? No, but I will let you off with a warning. That's fine. I don't mind paying the price for having the cutest dog in all of Detroit. Next, please. I got something for you, officer. I know where you can find a wanted criminal. That poster over there says there's a reward for that information. And I want it. Bestimmt ist er der Kriminelle, oder? Ja, na klar. Are you blind? I'm the guy from that poster, so here I am. Now, komisch, dass der nicht früher gemeldet wurde von wem anders. Er wirkt ja doch etwas unfreundlich. I still get the reward, right? You can hope for a reduced sentence. That's not the reward I was hoping for, but I'll take it. Aber er hat schon ein gezwitschert heute, das hört man. Life as a free man can be tiring. Wenn das jetzt natürlich hier schon ein bisschen eine Zuspitzung, das ist eine Scherzquest eher so ein bisschen, ne? Aber es zeigt manchmal so ein bisschen die Stimmung und den Humor. Und es dreht sich. Hier, pass auf. He's never been gone for so long without letting me know. How long has it been? Just over 2 days now. We do not consider an adult missing within 72 hours. Oh, please, I'm begging you. Something's not right. You really need to find him. Ich kann jetzt entweder sagen, hier kommen Sie später wieder, oder ich brauche Einzelheiten. Also das ist ja, mir überlassen. Einzelheiten als guter Kopf. George Elkins, 7706 Orchard Avenue. Zieht sich das dann auch über das ganze Spiel? Also, dass du jetzt einen Fall annimmst von ihr zum Beispiel und erst in 5 Spielstunden... Oh. What? Oh. Ist dann immer mal so ein bisschen, ja, so kleine Momente gibt es dann schon, auch wenn, die wird halt jetzt dann rausgebeamt, das ist jetzt nicht so voll durchanimiert. Mit dem Durchziehen, also es gibt Hinweise zum Beispiel,
die auf die, sagen wir mal, größere Geschichte hindeuten. Zum Beispiel hier steht irgendwie was drin, das verrate ich jetzt mal noch nicht genau, was die größere Geschichte ist. Sowas zieht sich schon durch. Jetzt hier diese kleinen Entscheidungen von den Dingern nicht unbedingt, aber es gibt auch Momente, wo dann kommt, dass die Leute, je nachdem wie du entscheidest, sich das merken, was du gemacht hast und das dann sich vielleicht so ein klein bisschen zumindest auswirken kann. You've got your special gloves and extra protection, so you shouldn't mind. Jetzt mal gucken, dass wir da noch ins erste Gebiet kommen, dass ich das ein bisschen mal zeigen kann, was ich damit meine. I owe you one, Murphy. Oh no, the smell is following you. I'm gonna be sick. I don't remember getting on a roller coaster. Er kann zum Glück übrigens auch rennen. Just toss him in one of the empty cells. Finally home. Sleep tight. So, was soll ich eigentlich machen? Waffe kalibrieren. Murphy, I heard you're scheduled for calibration. Machen wir das mal schnell. So. 50 points is what OCP calls a passing grade. Shouldn't be a problem to you. Das wirkt ja recht souverän, was du da machst. Ja, hier kann man so ein bisschen Scoreboard auf Highscore spielen. Bitte was? Dass es ein Scoreboard gibt. Da oben. Achso, du meinst gegen die anderen Leute hier im. Ja, zum Beispiel. Das weiß ich gerade nicht genau. Ich mag die Art von Schusswaffe total gern. Diese Dreischuss-Schnellfeuer-Knarre. Die Waffe wird später verbesserbar, also du findest später so Chips, mit der du die noch erweitern kannst. Also da ist ja ein Mini-Spiel drin, dass du halt dann irgendwie kleine Prozessoren einsetzt, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern oder auch einfach um sie brutaler zu machen zum Teil, also dass mehr im Blut spritzt, warum auch immer. Oder dass sie halt Dauerfeuer und so eine Sachen kann. Weil die Auto 9 hat halt unendlich Munition. Also die kannst du, musst du keine Munition für finden. Alle anderen Waffen haben begrenzte Munition. Aber ich muss auch sagen, ich spiele am liebsten mit der, weil das ist halt seine Waffe. Also. Ist das der Oberboss, der hier, den sie da schon eingeführt haben, dass hier irgendjemand will? Ja, es gibt diesen sogenannten New Guy. Da müssen sie halt erstmal rausfinden, wer ist das eigentlich? Und der will halt viel Geld in der Stadt irgendwie ausgeben und die ganzen Gaunerbanden versuchen sich an den Rand zu machen. Und das ist so dein erstes Brotkrümelchen in die Geschichte rein. Also rausfinden, wer ist denn dieser New Guy. Und überspringen wir das mal hier. So, und dann kann man hier in der Garage mit dem Auto in das jeweilige Gebiet dann immer fahren, wo man hin soll und wo man ermitteln soll. Das Geile ist ja auch, Robocop passt ja gar nicht in das Auto rein. Im Film haben sie ja auch immer nur den oberen Teil quasi von ihm da so reingesetzt, weil das natürlich gar nicht ging, dass er sich da reinsetzt in seiner Rüstung. Aber so als urbanes Setting mag das ja auch immer ganz gern, wenn Schauplätze relativ realistisch sind, solange es nicht immer die Tiefgarage ist und die Wolkenkratzer Baustelle. Aber doch schick hier. Das könnte jetzt auch, mich erinnert es tatsächlich total auch an Deus Ex ein bisschen. Klar ist das mehr Sci-Fi, Deus Ex und so, aber so diese, oder Vampire Bloodlines. Ne, so ja, kleine Vampire Bloodlines habe ich auch gedacht. Wo man weiß, man kann in mehrere Gebäude rein und das ist nicht ein richtiger Schlauch und das ist alles greifbar und realistisch und so. Also ich finde es bisher echt cool. Also es ist auch, also mir gefällt es auch richtig, richtig gut. So ein Double A ist sogar schon ein bisschen, ja, wohl.
Das ist Double A, doch. Das ist im Grunde genommen, was heutzutage halt so mit Double A möglich ist, ne? Also, ja. Wenn du halt dann die Engine gut einsetzt. Hey, I'll learn less if you hang around here. Man merkt ja dann auch zum Beispiel, klar, die Charakteranimationen und sowas, das ist natürlich alles ein bisschen hölzern, aber so Texturarbeit und Beleuchtung und Leveldetails, das ist eigentlich ganz, ganz cool. Und dann halt diese charmanten Sachen, du kannst halt hier, stellst halt Strafzettel aus, ne? So seine Sprüche halt auch immer. Das ist so geil. Und ja, du triffst halt dann auch immer mal wieder Leute, wo du dann so kleine Fälle lösen musst, manchmal auch so Fall. Die Reflexionen sind ein bisschen übertrieben. Entschuldigung, das habe ich nicht unterbrochen, aber okay, geh nochmal zurück. Ist das Raytracing? Diese Reflexionen auf dem Bänder gerade, weil so glatt poliert ist der jetzt auch wieder nicht. Ja, okay. Ja, manche Reflexionen sind auch wiederum dann merkwürdig undetailliert. Das ist auch manchmal ganz komisch. Manche Spiegel zum Beispiel reflektieren ganz, ganz schlecht, während das hier unten relativ gut reflektiert. Das ist ein bisschen inkonsistent. Auch beleuchtungstechnisch ist es ja ein bisschen inkonsistent. Aber hier zum Beispiel, du findest dann halt hier sowas wie einen, ja, findest halt hier so einen Mordfall und kannst dann in dem Gebiet als Nebenquest ermitteln. Es geht dann auch hin und her, also mit Wendungen und Überraschungen und irgendwie, ja, kleinen Geheimnissen, die du entdecken kannst und so. Also hier in diesem ersten Gebiet zum Beispiel kannst du echt viel Zeit verbringen, ohne zu ballern. Also da gibt es ab und zu dann mal so Bereiche, wo dann vielleicht mal ein Kampf passiert, aber sind auch kurz und intensiv dann eher. Aber du bist dann erstmal, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so, kannst du hier erstmal Leute quatschen, Fälle klären, ja, hier zum Beispiel, warte mal. Geh mal weg. Hier jetzt. So ein bisschen wie bei Sherlock halt. Die Leute scannen und halt nach Hinweisen suchen. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Und wenn du dann hier die Sachen findest, dann schaltest du halt auch teilweise in Dialogen neue Dialogoptionen frei. Kannst du sagen, wie hoch da der Anteil ist? Also sagen wir mal, Shooter so und so viel Prozent und Ermittlung, Dialoge so und so viel? Dafür bin ich noch nicht weit genug. Also ich glaube, es kann sein, dass es nach hinten raus dann wieder mehr Action wird. Aber es ist echt nicht ohne, wie viel davon drin ist. Also allein hier in diesem ersten Gebiet, also das ist jetzt hier das erste Gebiet. Okay, ja. Da sind jede Menge solcher kleinen Quests drin. Also allein schon 6 so kleine, kleine, ich gehe dran vorbei und muss kurz sagen, ob ich da jetzt einen Strafzettel ausstelle oder nicht, Geschichten. Dann halt, ich glaube, so 3-4 richtige Nebenquests mit Story, so wie hier, also dass du halt auch wirklich ermittelst und irgendwie versuchst, so Hinweise rauszukriegen. Teilweise auch mit skurrilen Figuren. Also er hier zum Beispiel, der an Aliens glaubt. Aliens did it. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. What list? It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. It is an estimated 7 years of police work to go through that list. Does this make it worthwhile? The scale of this conspiracy frightens me too. I'm afraid. Ja, wir springen jetzt mal ein bisschen. Das Lustige ist halt, ne, da denkst du im ersten Moment so, ja, okay, ist halt so ein bisschen so ein Quatschdialog. Aber dieses, warum er glaubt, dass das Aliens waren und ja, was dahinter steckt und so, das ergibt denn im Rahmen der Ermittlung durchaus ein bisschen Sinn. Also es gibt da Verbindungspunkte dahin, warum er das glaubt oder warum er dann bestimmte, ja, hier von wegen, ja, der war grün und tralala. Das ist halt. Also ich habe da total oft so gedacht, das ist eigentlich was für Daniel, diese typische Art der Ermittlung, dass man so nach und nach an die Geheimnisse rankommt und das dann am Anfang, wo es ein bisschen albern vielleicht alles klingt, doch irgendwie an die, sagen wir mal, in die richtigen Spots fällt.
Also, ja. Das ist ganz, ganz witzig. Hier ist übrigens der Dings, oder? Dad, what does eviction mean? And who's a debt collector? Why can't I open the door for him? Dad, tell me the truth. Are we poor? Dad? Dad! Tired of your kids asking annoying questions? You just want to relax after a long day of work, but someone won't let you? Are we going to be okay? Dad, I'm scared. Snoozers. Sleeping pills for kids. Just one pill can guarantee 5 hours of peace. Nap time just became your decision. Sleep tight, son. I'm tired. Because you deserve a peace of mind, too. Aber dadurch, dass halt dadurch, dass die Dinge halt so unterhaltsam gebaut sind, willst du dann halt auch sowas finden, ne? Also wenn du Radio siehst, willst du sofort hin und gucken, okay, was ist denn da und so? Geil, das inzwischen aussieht, mit dem Licht. Also, wenn du, sei es, was ich, Mankind Divided oder so, wenn du vor 5 Jahren uns so eine urbane Umgebung gezeigt hättest, die so aussieht, und dann gesagt, ja, du, in 5 Jahren ist das aber Double A, ne? Ja, ja. Da muss ich jetzt schon mal sagen, das habe ich jetzt in Triple A so auch noch nicht gesehen. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht das Amsterdam in Modern Warfare 2 letztes Jahr oder was vor 2 Jahren. Aber ist schon geil, was jetzt halt nur Engine-wise so geht für so einen Stadtbezirk. Ja. Ich glaube, sie greifen, glaube ich, auch relativ viel auf diese Quixel-Datenbank zurück. Also diese Asset-Datenbank. Nur aus Graffiti. Ja, aber auch wenn man hier jetzt so hochguckt, ne, wie die Texturen und so, wie das alles so beleuchtet ist und zusammenpasst, das sieht halt echt stimmungsvoll aus. Sieht aus, als sollte man in der Engine mal Watch Dogs 1 remaken. Wow. Wobei, das eigentlich auch schon. Ich wollte gerade sagen, das sieht eigentlich immer noch ganz gut aus. Sie sollen halt Deus Ex 1 remaken. Ja, das ist wahr, das stimmt. Also hier kann man ja zum Beispiel entscheiden, was man mit ihm machen will. Und wenn man jetzt zum Beispiel vorher schon ein anderes Graffiti von ihm gefunden hätte, dann würde sich hier noch eine andere Option anbieten. Das wäre ein Serial Sprayer. Yes, sir. Thank you. Und jetzt steht halt auch irgendwie, was da so die Auswirkung von ist. So, wie gesagt, also von diesen Art von Inhalt gibt es halt eine ganze Menge, zieht sich dann halt so durch das ganze Gebiet. Die Modelle, das sieht zum Teil echt total cool aus. Aber es gibt halt auch dann so richtige Kampfeinsätze und die sind auch teilweise ein bisschen in größeren Gebieten, ja auch in mehrere Haupt- und Nebenquests eingeteilt. Und ich habe überlegt, vielleicht, dass wir auch mal einen Tagabschnitt sehen und ein bisschen sehen, wie cool auch die Beleuchtung zum Beispiel auch bei Tag ist. Würde ich sagen, springen wir vielleicht zum Ende nochmal kurz in eine der etwas späteren Missionen. Ja. Und werfen dann mal. Sieht einfach total geil aus. Es britzelt hier in der Pfütze natürlich ein bisschen, ne? Das ist ein Unruhig. Aber so Licht und Stimmung, super. Ja, dann gehen wir doch mal in eine Tagmission noch. So, jetzt sind wir mal ein bisschen weiter hinten nicht unbedingt jetzt einer späteren Mission, aber zumindest nicht ganz so direkt am Anfang. Wer die Filme kennt, wird vielleicht sogar die Location wiedererkennen. Ist das da, wo der erste Film endet? Mit dem Chemiewerk oder was das ist? Mit dem Giftmüll? Nee. Genau, glaube schon, weil es sieht zumindest irgendwie sehr, finde ich, danach aus. Das Geile ist es nicht auch das, wo Murphy getötet wird? Ich glaube, ja, dass das hier von der Location her, dass das ist. Und man kann Chopper werfen. Chopper, baby. Ganz schön präzise für eine Rotflinte auf die Distanz. Ja, ne? Spaß. Oh ja, ein bisschen aber schade, auch schön, schön entsättigter Look. Also ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass die Explosionen sind extrem flach. Also die sehen nicht so richtig gut aus.
Oh, so you think you're a tough guy, huh? If you really think you got the guts, come on. You'll love our place in the Northwest. It's the hub of our smuggling operations. And I'm telling you now, there's plenty. And let's not forget the other one in the North. It's filled with them crazy drugs we skipped over. Oh, shit. Punks. Huh? That's not something to wait for you. I'm meaning. He's clearly prepared an ambush for you. That's why you won't try to go there, right? Right? Genau, also dass wir auch mal eine, so eine Tagszene sehen, weil das finde ich halt auch echt krass, dass das, wie ja. gut halt so ein Double-A-Spiel inzwischen mit der Unreal Engine 5 aussehen kann. Also ja. die Farbtemperaturen, finde ich, sind genau richtig und auch so, so Back, also ich liebe ja so Backsteinhäuser in Spielen, weil ich finde, das sieht immer so cool aus. Und das treffen sie halt auch wieder, wieder total gut. Also allein schau dir mal hier einfach die Felsen an. Ja, ja. Das ist doch der Wahnsinn. Das kriegen sie echt gut hin. Also. Wollen wir mal ein Fazit ziehen? Ja. Du bist ja gerade noch im Durchlauf. Ich habe jetzt hier dieses knappe Stündchen davon gesehen. Mein Votum wäre tatsächlich echt cool. Je nach Spielzeit. Also wenn es jetzt 70 Stunden geht, dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten. Aber wenn das so ein unter 20 Stunden Ermittlungs-Shooter-Ding ist mit echt sehr gut getroffener Filmatmosphäre und ein bisschen Humor und ein bisschen Abwechslung, finde ich cool. Also würde ich den Daumen hoch geben für. Kann ich mich nur anschließen. Also alles, was ich bis jetzt davon gesehen habe, wie gesagt, mir auch noch nicht durch, ist das ziemlich gut die Atmosphäre getroffen von den Vorlagen. Viele Anspielungen, halt klar auch der Originalsprecher dabei. Und zumindest bei mir auf dem System läuft es auch gut. Und es steckt mehr drin, als ich auch nur ansatzweise erwartet hätte, ehrlich gesagt. Also auch von was das Spiel so macht. Also ich hätte einen Dauershooter erwartet und das ist es halt. Das ist es halt nicht. Und das ist eigentlich ganz cool. Ja, jetzt brauche ich nur noch einen Terminator Resistance 2 dann danach. Und dann, dann bin ich glücklich. Und ich Showgirls the Game. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wäre echt, das wäre der Wahnsinn. Na gut, das war's mit unserem kleinen Blick hier in wie heißt es? Robocop Rogue City. Gibt's ab dem 2. November. Und schreibt uns gerne, wie ihr es findet. Wie euer Eindruck so ist. Und wenn ihr es vielleicht dann auch selber gespielt habt, was ihr auch auf so Langzeit vom Durchspielen so sagt. Und wir schauen mal, was wir uns als nächstes Spiel demnächst hier so bei unserem neuen Ausprobierformat raussuchen. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.